wir haben uns gut gefühlt, wir haben das Spiel im Griff gehabt, wir hätten Tore machen können, aber schlussendlich haben wir 0-2 verloren. Und das ist eine Lehre, die ist hart, aber es ist so. Wir hatten 7, 8 klare Chancen vor dem Tor und diese Tore muss man machen. Einerseits bin ich enttäuscht, aber andererseits auch stolz, weil wir Bayern viel entgegensetzen konnten. Sie waren nicht so überlegen. Aber so ein Spiel, ja, muss man gewinnen. Wenn das Tor nach einem Eckball fällt, weil falsch gedeckt wurde, und das zweite nach einem Konter, dann ist das ärgerlich. Da haben die Übergänge nicht gepasst und da muss man mehr entgegensetzen. Sie haben schon ein fertiges Team und wir sind noch am Anfang. Ich bin eben stolz, dass wir gespielt haben, wie wir gespielt haben, aber wir müssen noch vieles verbessern. Wie du sagst, wir müssen die Chancen, die wir haben, umsetzen. Die erste Halbzeit waren wir sehr stark und auch in den letzten Minuten hätten wir Tore schießen können und das ist sehr, sehr schade. Hallo Xavi. Die beste Nachricht angesichts dessen, woher das Team kommt, auch angesichts der Tatsache, dass du vor 9 Monaten schon hier gesessen bist und die Ausgangssituation ganz anders war, das hat das Team heute zwar auch nicht gewonnen, aber gezeigt, dass es durchaus gewinnen hätte können. Ist das diese Entwicklung, die du sehen willst? Ja, aber das ist nicht genug. Natürlich bin ich stolz, aber wir dürfen uns so einen Eckball nicht, nach so einem Eckball nicht einschränken lassen. Wenn wir um die Champions League mitspielen wollen, dann dürfen wir solche Spielzüge nicht erlauben, diese 2 Gegentore. Und unsere Chancen, die hätten Tore sein müssen, es waren klare Chancen und das müssen wir verbessern. Wir haben gut gespielt, die erste Halbzeit war super, würde ich sagen. Da haben wir Bayern in der eigenen Hälfte eingeschnürt, wir haben sie dominiert, wir waren körperlich da, wir haben intensiv gespielt und so ein Spiel darf man nicht verlieren und auch nicht nur unentschieden spielen, das muss man gewinnen. El fútbol no se trata de merecerlo, sino de ganar, ¿verdad? Y hoy el Bayern solo ha sido mejor en las áreas, ¿no? Por eso te vas enfadado o te vas más decepcionado que enfadado. Also bist du verärgert über das Resultat? Ja, natürlich. Mir gefällt es einfach nicht zu verlieren. Und dann auf der anderen Seite, es war einfach nicht verdient. Letztes Jahr, letzte Saison waren sie viel stärker, aber heute waren wir stärker als die Bayern, muss man ganz klar sagen. Ich bin ehrlich und aus meiner Position heraus, ich denke, dass wir besser waren. Wir haben sie dominiert, wir haben sie kontrolliert, wir haben viele Chancen kreiert und hätten Tore schießen können, müssen, aber das sind einfach die Details, die kleinen Details. Und auf diesem Niveau ist es ausgeglichen und sowas, da bist du bestraft, da zahlst du dafür. Hola Xavi, aquí Lluís Flaquer, para la cadena SER en directo para el Larguero y el Moguts de SER Catalunya. Du hast schon viel darüber gesprochen, zu lernen. Was habt ihr heute gelernt? Welche Lektion habt ihr gelernt hier, um wieder dahin zurückzukehren, wo ihr vorher auch wart? Also von unseren Fehlern lernen wir natürlich, von unseren Fehlern, die wir gemacht haben. Am Ende, ja, ist es leider so, dass man daraus lernt, wenn es aus einer schlechten Situation oder negativen Situation heraus, das darf halt nicht passieren nach einer Ecke, wenn man das Spiel kontrolliert hat, dass man das 1-0 kassiert und dann auch im Konter das 2-0 kassieren. Das darf nicht passieren in diesem Moment. Wir standen schlecht, wir haben hart gearbeitet, aber das sind einfach Fehler, für die du dann bezahlst auf diesem Niveau. Und davon müssen wir lernen. Und wir gehen jetzt hier mit einer 0-2 Niederlage nach Hause und das zeigt überhaupt nicht das Spiel wieder. Aber das ist die Champions League. ¿Qué tal? Buenas noches, Xavi. Buenas noches. Manolo Oliveros para Tiempo de Juego y para el Partidazo. Gestern in der Pressekonferenz hast du gesagt, das passiert, was passiert, gucken wir, ob wir gewinnen können, aber
Es geht nicht darum, dann was herauszuziehen aus diesem Ergebnis, hast du gestern gesagt, und da nicht auf den Rest der Saison zu gucken. Aber in diesem Test, sagen wir mal, jetzt gegen Bayern München, wie siehst du das Ergebnis? Also das Ergebnis ist nicht schlecht. Der Prozess, den wir durchgehen, ist gut, aber das Ergebnis ist einfach schlecht. Da müssen wir einfach versuchen, Fehler zu vermeiden. Es war ein Fehler bei einer Ecke und dann auch beim Konter. Sie haben schon geschafft, unser Umschaltspiel auch zu stoppen. Es hat sehr viel Effektivität gefehlt, vor allem vor dem Tor. Und wie gegen Rayo Vallecano schon, heute genauso. Das Spiel war gut, positiv schon, aber das Ergebnis war einfach falsch. Und ich ärgere mich darüber, über diese Fehler auch, weil wir hätten es wirklich schaffen können, hier mal zu gewinnen. Und man geht nach Hause mit einer Niederlage, mit einer 0-2 Niederlage. Aber ja, das ist ein schlechtes Gefühl, was man da hat. Xavi Lemus in directe pel Zona Champions de Sport 3. Ara parlaves d'aquesta efectivitat. L'equip en els últims partits ha aconseguit 5 victòries i per golejada. Wie erklärst du dir heute dieses Fehlen der Effektivität, auch im Hinblick auf Lewandowski, der kein Tor geschossen hat, obwohl er das gegnerische Team so gut kennt? Lässt sich das zweifeln? Nein, ich glaube nicht. Er ist ein sehr erfahrener Spieler und man kann nicht immer alles geben. Nach 20 Minuten hätten wir 3-0 führen müssen und nach 90 Minuten haben wir kein Tor geschossen. Wir hatten mehrere Möglichkeiten allein vor dem Torwart. Das waren ganz klare Chancen, die wir nicht gemacht haben. Aber so ist Fußball, das passiert. Und das passiert, ist in einem Stadion passiert, wo das nicht passieren darf. Das sind Schlüsselspiele und das sind Fehler, die wir nicht machen dürfen und die wir verringern müssen. Hallo Xavi. Hablas de aprendizaje esta noche. El grupo ha ganado el Inter, se pone con 3 puntos el Inter, 3 vosotros. En la tercera jornada viajáis a Milán, que es un partido clave teniendo en cuenta cómo está el grupo. De lo que habéis sacado conclusiones de hoy, das wird ein Schlüsselspiel werden gegen Inter, die gewonnen haben. Und wie siehst du die Situation in der Gruppe? Also natürlich müssen wir jetzt fürs nächste Spiel auch lernen, nicht nur auf Inter zu gucken, sondern auch auf Elche, das nächste Spiel in der Liga. Wir müssen verbessern, wir müssen weitere Schritte nach vorne machen, konkurrenzfähiger sein. Wir haben heute super gespielt. In vielen Aspekten waren wir einfach besser, auch als Bayern, und wir hätten mehr, eigentlich hätten wir hier mehr erzielen können. Wir müssen genauso weitermachen, haben zwar hier verloren, aber wir müssen einfach weiter hart daran arbeiten. In der letzten Saison, aber auch in dieser Saison, da sprichst du nicht gerne über die Schiedsrichter. Aber es gab doch eine Situation in der 43. Minute, Dembélé gegen Davies. Wie kann es bei so einem Foul auch der VAR nicht einschalten? Also man hat mir gesagt, dass es eigentlich ein Elfmeter sein müsste. Also, wenn man ehrlich ist, wir haben es doch alle gesehen, das hätte eigentlich einen Elfmeter geben müssen, aber es gab keinen. Danke an alle.